Damals habe ich nie daran geglaubt, dass ich das einmal erleben werde. Und ich finde das auch wirklich für alle Menschen hier sehr, sehr gut. Ich kann es auch nicht verstehen, dass da nun wieder Mauern gezogen werden sollten. Also dass es Leute gibt, die das möchten, das verstehe ich nicht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es etwas differenzierter gekommen wäre, dass man mal geguckt hätte, was haben denn die im Osten nun auch noch Gutes? Warum haben wir jetzt nicht Teile vom Gesundheitswesen übernommen? Zum Beispiel eine Krebskartei. Warum haben wir die Betriebskindergärten nicht übernommen? Gibt es so viele Sachen, die einfach gut waren. Aber nein, das wurde dann gesagt, das gibt es bei uns nicht, wird nicht gemacht. Und jetzt so nach und nach fängt man ja auch wieder an, Polikliniken und sowas, was alles verteufelt war. Und man hätte auch nicht die guten Wissenschaftler, bloß weil sie jetzt vielleicht in der Partei waren, einfach absolvieren dürfen. Das hat sehr viel Unmut erzeugt, dass die Leute haben ja damals fast keine Wahl gehabt. Wenn sie etwas erreichen wollten, mussten sie in die Partei gehen. Und das war schlimm. Das hat mir persönlich auch wehgetan. Wir waren nie in der Partei und wie gesagt, haben auch unsere andere Sachen so gemacht, aber das war nicht in Ordnung. Im privaten Bereich, ja, kamen jetzt andere Diskussionen auf, waren dann plötzlich andere Prioritäten, aber für mich selbst war es ganz wichtig, dass ich reisen konnte. Ich habe schon vorher immer, bin ich schon sehr gern gereist. Auch mit meiner Tochter haben wir sehr vieles gemacht. Und plötzlich konnte ich endlich mal konnten wir zu Freunden nach Frankreich fahren. Oder das, was ich schon immer wollte, nach Samos, weil mich die Antike begeistert hat. Aber ansonsten haben wir mehr mit meiner Tochter Asien und die arabischen Länder besucht, weil das einfach alles so neu und so spannend war. Das Reisen, ja, und wie gesagt, auch diese Freundschaften haben sich aber etwas geändert, weil sich auch die Themen geändert hatten. Es ging plötzlich um Geld, um Autos. Früher war Auto kein Thema, hat man 15 Jahre gewartet und dann hat man es und hat sich gefreut. Aber jetzt ging das, ach, kaufe ich mir sowas. Das war schon irgendwie etwas anders. Oder es wollten auch manche dann eben mehr sein, als sie waren.